so reduzieren. Ich gebe Ihnen da völlig recht. Das heißt aber doch nichts anderes. Wir müssen in Menschen das stärken, was nicht algorithmisch ist. Also was nicht. Wir müssen also jemanden da sitzen haben am Amt oder sonst wo, der sagt, nee, irgendwie stimmt das nicht. Irgendwie kann das doch nicht sein. Ich muss mir den Menschen doch wenigstens noch angucken, zum Beispiel. Oder und der Dinge. Mensch muss sich auch nicht vorhersehbar verhalten. Ja. Also viel mehr als bisher vielleicht. Ich denke, wir werden es früher oder später auch als ethische Fragen formulieren müssen. Mhm. Und zwar auch an die Techniker, die bauen, aber natürlich auch an diejenigen, die solche Systeme in Auftrag geben. Die unterlaufen also, doch jetzt schon ganz klar bestehende Gesetze eigentlich. Ach na ja, das kann man nicht immer so direkt sagen. Wenn man etwas prognostiziert, ist es nicht unbedingt illegal, das zu tun. Wenn man danach handelt, ist es eine andere Frage. Und der, der das System gebaut hat, ist noch lange nicht belangbar nach Gesetzen. Er hat nichts Illegales getan. Weswegen man eher eine Frage der Verantwortung stellen muss. Was ich meine ist, Sie haben ja immer von Datenbanken geredet. Und was uns ja immer erzählt wird, ist, dass die Datenbanken alle schön säuberlich getrennt sind. Wir haben übrigens in unserem Film gesehen, dass das Land Hessen die Datenbanken sehr schön in einem Raum zusammenpackt. Illegal wäre es, diese Datenbanken zusammenzupacken. Sicher, aber man kann natürlich auch eine Jurisdiktion umgehen. Wir wissen ja, dass viele von den großen Datensammlern und auch Datenauswertern gar keine deutschen Unternehmen mehr sind, sondern natürlich weltweit agieren. Suchen sich ja ein Land, wo die Datenschutzgesetzgebung ein bisschen flexibler ist. Wir hatten in den 50er, 60er haben wir ja in der Schule alles Dürrenmatt, die Physiker und sowas. Da kam die Atomenergie, Atomtechnologie und da gab es die große Debatte, die Verantwortung des Wissenschaftlers in der Gesellschaft. Und so verstehe ich das auch. Ich glaube, wir müssen, gerade weil viele noch denken, das ist ein Spielzeug, dieses Internet und all das, und auch so reagieren, als wollte man ihnen ein Spielzeug wegnehmen und dann so rum, darum geht es ja gar nicht. Wir müssen diese ethische Debatte im Sinne der Verantwortung des Informatikers, aber nicht nur des Informatikers, derjenigen, die ihn beauftragen, derjenigen, die es benutzen, derjenigen, die ihre, die ist absolut notwendig. Das hat damals ja große Wirkung gehabt, diese Debatte. Hat in der Kunst Wirkung gehabt. Und das wäre etwas, was wir führen müssen. Es gab aber auch einige, etwa von den Wissenschaftlern im Manhattan Project, also die tatsächlich an den Bomben gebaut haben, oder auch spätere Generationen von Wissenschaftlern, die sich dazu geäußert haben. Mhm. Und die bräuchten wir wohl auch. Das heißt, man muss dann aber auch diejenigen haben, die so agieren. Das ist ja das, was ich will, dass die Informatiker, die das machen, es erklären. Also das probieren wir jetzt. Ganz herzlichen, im Ernst. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Also, liebe Informatiker, schalten Sie sich ein. Soweit unsere Sendung zum Thema Leben und Geld verdienen in der digitalen Welt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.dreiseit.de/skobel. Und sollten Sie sich aus gutem Grund ärgern, dass Sie dort keine Literaturliste mehr finden, uns ist es inzwischen aus rechtlichen Gründen, nicht zuletzt auf Druck der Zeitungsverlage, verboten, derartige Literaturlisten auch mit Büchern, die uns zwar geholfen, aber über die wir nicht explizit gesprochen haben, ins Internet zu stellen. So beschränkt ist das. Ich bitte Sie um Verständnis und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und in den kommenden Wochen fallen wir aufgrund der Olympischen Winterspiele in Vancouver aus. Unsere nächste Sendung gibt es erst am 4. März ohne Winter zum Thema Stress. Bis dahin eine gute Zeit und leben Sie wohl. Sie sagen, ich liebe dich. Und dann würden wir miteinander schlafen. Laura, ich bin Ihr Therapeut. Therapie gefällig? In Treatment, die Erfolgsserie aus den USA. Ab 15. Februar, täglich. In Dreisat. Wie kann man einem 16-Jährigen vertrauen, wenn man weiß, dass er ein Mörder ist? Der Spielfilm von den Brüdern Dardenne. Gleich nach den Nachrichten. Hier in Dreisat.
An der Leine der britischen Justiz ist Alphonse Mensdorf-Pouillet. Der Waffenlobbyist wurde auf Kaution und gegen strenge Auflagen aus der Haft entlassen. Chronik der Wende, wie vor genau 10 Jahren die schwarz-blaue Koalition zustande kam und wie Beobachter von damals das politische Erbe einschätzen. Wie in alten Zeiten verteidigen auch heute Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel und Ex-Vizekanzlerin Susanne Ries-Passer ihre gemeinsame Regierungszeit. Beide sind heute zu Gast im ZIP2-Studio. Die ZIP2 mit Ingrid Thurnherr. Meine Damen und Herren, guten Abend. Der österreichische Rüstungslobbyist Alphonse Mensdorf-Pouillet kommt gegen eine Kaution von rund 600.000 Euro frei. Mensdorf war vergangenen Freitag in London nach einer Einvernahme überraschend in Gewahrsam genommen worden. Gegen Mensdorf-Pouillet, der alle Vorwürfe bestreitet, wird wegen Bestechung im Zusammenhang mit Rüstungsgeschäften ermittelt. Für seine Freilassung muss er nicht nur die Kaution hinterlegen, er muss auch strenge Auflagen einhalten. Die Rolle des